Wir sind hier gerade zu Gast bei den coolen Jungs von Stork Club Whisky und zeigen dir eben anhand von dieser wunderschönen Distillerie hier den ganzen Prozess, wie Whisky wirklich hergestellt wird. Hier haben wir eine Rezeptur, also wir produzieren hier zur Erklärung in der Distillerie zwei verschiedene Rezepturen, basierend auf 100% Roggen. Das eine ist 100% ungemälzter Roggen, das andere ist 100% gemälzter Roggen. Genau, auch für dich nochmal ganz interessant zu wissen, damit wir ja Alkohol erzeugen können, brauchen wir Zucker, weil die Hefe isst den Zucker und scheidet den Alkohol eben wieder aus. Und hier in dem Fall haben wir nur indirekten Zucker durch Stärke, wie du es eben auch beim Mehl ganz normal vom Kuchenbacken kennst. Und deswegen dieses gemälzte Gerstenmalz, ja. Roggenmalz natürlich in dem Fall. Wir sind ja bei einer Roggendistillerie. Und durch diesen Malzprozess wandeln wir die Stärke eben in Zucker um, damit die Hefe auch damit arbeiten kann. Genau. Also letztendlich erkläre ich es immer ein bisschen wie Nudeln kochen oder Reis kochen. Ne? So roh kann man es halt eben noch nicht so richtig genießen. Und durch diesen Kochprozess löst sich eben diese Stärke in Zucker, in Einfachzucker auf. Und das ist eben sehr, sehr wichtig für die Fermentation. Das heißt, wir haben jetzt das Roggen. Genau, wir haben das Getreide. Das kommt in diesen sogenannten Big Bags, wird das hier angeliefert. Und die werden dann hier auf dieses Gestell aufgesetzt. Und das Gestell wird dann über die Getreidemühle gerollt. Ja, sogenannte Hammermühle, die jetzt so eingestellt werden kann, dass wir den Mahlgrad halt nach unseren Spezifikationen einstellen können. Wir mahlen hier tatsächlich ein ganz feines Mehl. Also es ist nicht wie bei Gerstenmalz in der Bierproduktion. Das wird ja eher relativ stückig gelassen. Das wird ja nicht zum Mehl verarbeitet, sondern das ist mehr sehr körnig. Mhm. Und wir machen da wirklich ein feines Mehl draus, damit möglichst viel Extraktion passieren kann. Genau, hier wird also gemahlen, das Mehl fällt dann runter in den Sammelbehälter und wird dann hier über so eine kleine Transportschnecke hochtransportiert und in unseren Einmalschrank transportiert, wo dann schon bereits warmes Wasser eigentlich auf das Getreide wartet, auf das Getreidemehl und dann kontinuierlich gerührt wird, sodass eine schöne dicke Suppe entsteht. Und das Ganze wird dann aufgeheizt auf bestimmte Temperatur. Beginnt eigentlich so ein Kochprozess. Ne? Der dauert circa 4 Stunden. Naja, nach 4 Stunden letztendlich hat man eben dieses Getreide gekocht und man hat so eine Art Porridge, so erkläre ich das immer, so mit süßen Getreide bei. Wirklich sehr, sehr süßen, nahrhaften Getreidebrei, den man theoretisch wirklich so einfach essen könnte. Ne? Sehr, sehr dunkel durch den Roggen, wie man das eigentlich auch vom Roggenbrot her kennt, ist da eigentlich schon die Farbe dann so, wie man sie kennt. Mhm. Ja, das, wie gesagt, ist dieser Einmalchprozess. Und im Gegensatz zum Bier würde man jetzt normalerweise beim Bier die festen von den flüssigen Bestandteilen erstmal trennen, läutern nennt man diesen Prozess. Da wird dann diese Suppe eben durch den Filter gejagt und dann nur noch dieser flüssige Bestandteil in die Fermentation gegeben. Das Zuckerwasser sozusagen. Das Zuckerwasser. Wir können das nicht tun, weil Roggen so viel Klebereiweiß hat, dass es wirklich verklumpt ist unmöglich zu filtern. Mhm. Das ist so miteinander verbunden, das kriegt man nicht weg. Wohin oder weswegen man auch öfters mal hört, gerade aus Destillateurssicht, wenn die nicht die Anlage schon darauf ausgelegt haben, dass Roggen unglaublich viel Arbeit ist und unglaublich viel zusätzliche Schritte. Weil wenn du dann schon das alles mit diesen Läutern so installiert hast, den musst du überbrücken, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Bei uns ist es darauf ausgelegt, nicht geläutert zu werden, also insofern ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Aber du hast natürlich viel mehr Aroma. Also ich sage immer, das ist wie Vollkorn. Also es ist einfach von allem mehr, dadurch, dass du alle festen Bestandteile sowohl in der Fermentation dann mitziehst, als auch in der Destillation. Es ist halt wirklich ein sehr
sehr guter und auch sehr verständlicher Vergleich, weil es ja eben genau so ist. Ja, ja. Genau. Ne? Also es ist halt eben einfach mehr von allem drin. Und dann kommt es? Genau, dann wird es rübergepumpt, genau, wird hier angeschlossen an die Pumpe und dann wird dieser warme Getreidebrei dann rübergepumpt in die sogenannten Fermenter, wie sie heißen. Wir haben hier drei Stück an der Zahl. Die sind alle mit einem Rührwerk ausgestattet, die beiden hier oben, der hier unten. Genau, hier wird dieser Getreidebrei eingepumpt und dann beginnt hier eigentlich eben das Thema Fermentation. Was ist Fermentation? Fermentation ist eigentlich der Prozess, wo Hefen einen vorhandenen Zucker in irgendeiner Lösung in Alkohol und CO2 quasi aufspalten oder aufessen. Dabei entsteht auch viel Wärme und das ist eigentlich genau das, was hier passiert. Das heißt, wir produzieren jetzt den ersten Alkohol aus dieser sehr süßen Getreidebrei-Lösung. Das Ganze dauert dann hier bei uns circa 4 Tage, bis so ein Bottich durchfermentiert ist. Wird immer wieder aufgerührt, weil wir, wie gesagt, all diese festen Bestandteile auch drin haben, damit das unten nicht verklumpt. Und genau, dann wird das erstmal relativ warm nochmal, weil diese Hefen eben, wie gesagt, auch bei ihrer Arbeit sehr viel Wärme produzieren. Und dann kühlt das sukzessive ab, über die 4 Tage dann. Jetzt haben wir dann quasi eine Art Roggenbier ohne Hopfen. Unterscheidet das jetzt vom Bier. Und diese, das hat so circa 9% Alkohol. Und das wollen wir jetzt destillieren. Also bis jetzt ist der Prozess auch wirklich noch genau der gleiche wie bei der Bierherstellung. Wir haben jetzt eben ein sehr starkes Roggenbier hergestellt. Der einzige Unterschied ist wirklich, dass jetzt beim Bier dann noch Hopfen dazu, also so ein Hopfenextrakt dazugegeben wird. Ja, und diesen Prozess haben wir eben ausgelassen, weil durch die Destillation würde der Hopfen, der ergibt dort einfach keinen Sinn. Es war ja ein ursprünglich Konservierungsmittel ja auch unter anderem. Und dieser Hopfen würde jetzt durch die Destillation, was ja eine Art der Konzentrierung ist, würde extrem konzentriert werden und das Destillat wäre mega bitter. Also es ergibt einfach keinen Sinn. Daher haben wir, wenn du so willst, ein ungehopftes Bier. Genau. Und es ist auch so, also das, was wir jetzt quasi destillieren, das nennen wir auch Distillers Bier, tatsächlich im Englischen. Also da ist auch die Referenz. Und wenn man jetzt gesetzlich sich das Ganze anschaut, ist halt, wenn man da schon, also wenn man Bier destilliert, darf man es nicht mehr Whisky nennen, sondern das ist ein Bierbrand. Mhm. So, das ist auch nochmal, weil viele fragen danach, ja, wie, warum kann ich nicht mit Hopfen, Bierbrand ohne Hopfen, eben Whisky. Ja. Genau, hier stehen wir an einer von unseren beiden Brennanlagen. Die hat 1000 Liter Kapazität, das heißt, ich kann 1000 Liter dieser Maische hier einfüllen und die dann destillieren. Die Destillation ist ein ganz simples Prinzip. Über Temperatur trennt man jetzt quasi die Alkohole aus dieser Lösung aus festen Bestandteilen, Wasser und eben Alkohol. So, mal im Groben die Aromastoffe jetzt mal links und rechts beiseite gelassen. Aber das sind die drei Bestandteile. Wir wollen jetzt den Alkohol extrahieren. Das macht man über Temperatur. Man erhitzt das Ganze und nutzt eben den Siedepunkt aus. Bei Wasser liegt der Siedepunkt, also da, wo Wasser gasförmig wird, bei 100 Grad. Haben wir alle mal irgendwann in der Schule gelernt. Hoffentlich. Und bei Alkohol liegt er bei 76, 78 Grad. Und diese Temperaturspanne gibt mir also die Möglichkeit, dass erst die Alkohole verdampfen, wenn ich das jetzt erhitze, und erst dann später das Wasser. Und wir wollen eben die Alkohole da rausholen aus der Lösung. Das heißt, Maisch rein, das ist ein Wasserbad, was hier unten erhitzt wird per Gas. Dann wird das Ganze warm, die ganze Anlage wird wärmer. Irgendwann bei 78 Grad fangen an, eben die Alkohole sich aus dieser Lösung zu lösen, steigen hoch in den sogenannten Whiskyhelm, erhitzen den, kondensieren an diesem Whiskyhelm, weil der hat eben noch nicht die Temperatur, fallen wieder zurück in die Lösung und werden dort wieder erhitzt. Ist so ein Prozess, bis diese ganze Anlage, diese Potstill, das ist die Potstill hier, so nennt man das auch, so heiß ist, dass die Alkohole volatil bleiben. Und dann saugt man sie quasi rüber in den zweiten Destillationsprozess.
Wir haben in der Fermentation ca. 9% Alkohol, der erste Destillationsvorgang in der Potstill, da kommst du auf ca. 30% Alkohol schon in der Lösung. Und hier wollen wir jetzt aber noch ein bisschen höher gehen, deswegen eben ein sogenannter Aromator oder eine Verstärkerkolonne, Säulendestillation, gibt verschiedene Termini dafür. Ist einfach ein anderer Destillationsprozess, der aber auch wieder über die Temperatur läuft. Das heißt, die Alkoholgase, die kommen hier rein, treffen auch wieder auf heißes Wasser und heißen Wasserdampf. Und hier wird dann über sogenannte Glockenböden, zwischen jeder dieser Bullaugen sind sogenannte Böden, das ist ja wie eine Glocke, darauf trifft der Alkoholdampf, das Wasser. Es passiert ganz, ganz viel und sorgt eben für eine weitere Verfeinerung des Brandes, sodass wir dann irgendwann die Alkohole dort oben abziehen und bei ca. 75% Volumen Alkohol enden. Und diese Alkoholgase, die kommen dann in den dritten Teil der Brennanlage, nämlich in den Kondensator. Das ist eine klassische Kondensierschlange, da fließt Kühlwasser durch. Daran kühlen die Alkoholgase wieder ab, werden flüssig und laufen dann über die vom Zoll verbaute Uhr, das ist eine sogenannte Verschlussbrennerei, sie ist verschlossen vom Zoll, eben raus. So. Und dann hat man das Destillat. Und hier haben wir jetzt auch schon mal einen Unterschied zur schottischen Single Malt Produktion, weil diesen Bereich würdest du in Schottland für Single Malt Whisky nicht finden, sondern der Prozess, der hier stattfindet, also die sogenannte Potstill Destillation, kannst du dir vorstellen, dass da sozusagen oben der Helm direkt hier mit der Kühlkolonne dann verbunden wird und dann würde das Ganze wieder, also hier aufgefangen werden, dass der erste Brand, ja. Und dann wird das hier wieder reingefüllt und ein zweites Mal destilliert. Also somit auch dieser zweite Konzentrierungsprozess. So wird in Schottland eben der Single Malt Whisky hergestellt. Das heißt, hier, und abgesehen davon, dass der Rohstoff ja nochmal ein anderer ist, das heißt, wir haben hier ja eine reine 100% Roggendestillerie, ja, unterscheidet sich nochmal mehr die Art der Destillation. Das heißt, es ist wirklich nicht mit schottischen Single Malt Whisky zu vergleichen, was ja auch bewusst so... Ja, von der Produktionsart, man nennt das auch so eine Hybrid-Potstillanlage, weil eben zwei verschiedene Brennprozesse miteinander vereint sind und eines ergeben. Aber es ist vollkommen richtig, es ist nicht schottisch. Was hier auch echt nochmal wichtig zu betonen ist, das Destillat, was erzeugt wird, wo, hier hattest du das schön draufstehen, ne? Ja. Nee. Ja. 78%. Ja, hat sie genau. Bis zu 78%. 78% voll. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wir könnten natürlich auch viel billiger produzieren, also indem wir auch uns auf diese Art der Destillation konzentrieren, also mit der Säulendestillation oder mit der Kolonne. Und wir könnten bis zu 96,4% könnten wir hochdestillieren und das Ganze somit deutlich günstiger und billiger auch wirklich produzieren. Das Ding ist allerdings, wenn wir 78% Alkohol haben, haben wir somit noch 22% andere Stoffe, wie unter anderem eben geschmacksgebende Stoffe, ja? Und wenn wir jetzt auf 96%, hochdestillieren würden, dann hätten wir halt nur 3%, wo wir auch Geschmack übertragen können. Und daher ist diese Art der Destillation einfach schon mal eine extrem wichtige Basis, um wirklich körperreiche und geschmacksintensive Destillate zu erzeugen und nicht so eine Lulatsch-Sache, wo du dann wirklich alles nur aus dem Fass holst. Weil hier haben wir jetzt diese schöne Komponente. Wir haben einmal ein sehr geschmacksvolles Destillat schon selber, ohne Fasslagerung und können das jetzt nochmal ins Fass geben, wo wir dann nochmal richtig schöne Aromen aus dem Fass holen und somit erzeugen wir einfach viel komplexere Destillate und die Fasslagerung schauen wir uns dann jetzt an, oder? So machen wir es. Genau, hier kommen wir zum letzten Produktionsprozess für die Whiskyproduktion, oder der sehr, sehr wichtig ist, der auch per Gesetz vorgegeben ist in der EU, muss also ein Whisky, der sich Whisky nennen will, aus bestimmten Getreiden bestehen, bestimmter Art und Weise produziert werden und eine Mindestreifezeit von 3 Jahren in einem Fass verbringen. Im Festland Europa können wir auch verschiedene andere Hölzer verwenden. Wir müssen nicht nur Eiche verwenden. In Schottland ist
glaube aktuell immer noch Eichenholzfass gesetzt. Die dürfen eben nicht Kastanie oder Kirsche oder irgendwelche anderen Holzfässer verwenden. Aber mindestens 3 Jahre muss es hier drinnen reifen in so einem Fass. Genau, sind kleine Wunderwerke der Natur, sage ich immer, die einfach unglaublich viel für die Aromatik, die eigentlich ein Whisky erst zum Whisky werden lassen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da sind ja 3 Prozesse, die in so einem Fass passieren. Das einmal gibt das Holz Geschmack ab, die werden ja vorher aktiviert, das heißt erhitzt, sodass dieses Holz diversen Zucker auch tatsächlich herauslösen können. Werden die alle von innen erhitzt, dann kommt das Destillat rein, dann nimmt das Destillat eben Aroma auf vom Holz. Das Holz, je nachdem wie stark das ausgebrannt ist von innen, kann aber auch als Aktivholzkohlefilter fungieren, kann also eben Sachen auch aus dem Destillat entziehen. Und dann hast du die oxidative Wirkung, das heißt, da ist ja auch Sauerstoff immer mit im Spiel. Die Flüssigkeit dehnt sich aus ins Holz und kommt wieder zurück im Winter, wenn es kalt ist. So, und das sind eigentlich diese 3 Prozesse, die da passieren. Und sorgen, naja, so im Fachjargon spricht man immer zwischen 60-80% des Geschmacks eines Whiskys werden dann im Fass letztendlich gemacht. Ne? Und hier ist auch eben ganz wichtig, also du siehst ja schon alleine, dass das Destillat. Alleine, dass das Destillat für mindestens 3 Jahre in so einem Fass gelagert wird. Es ist nicht nur so, dass das Fass ja auch Geld kostet natürlich und auch nicht zu wenig, sondern viel wichtiger ist ja, das heißt, Basti produziert heute einen Whisky und kann den erst in frühestens 3 Jahre verkaufen. Das heißt, er hat eine extrem hohe Kapitalbindung auch einfach die ganze Zeit. Und das erklärt natürlich auch, warum ein Whisky nicht oder nicht so günstig sein kann wie ein Wodka. Ja, weil wenn ich ja heute einen Wodka destilliere, kann ich den heute auch in eine Flasche füllen und morgen direkt verkaufen. Das ist natürlich alles viel, viel effizienter. Das heißt, Whisky zu produzieren ist wirklich schon fast so eine Herzensangelegenheit und betriebswirtschaftlich Schwachsinn. Ganz genau, ganz genau. Also da hat man auf jeden Fall in der Betriebslehre nicht gut aufgepasst, weil sonst würde man auf die Idee nicht kommen. Aber genau das ist ja auch die Schönheit an der ganzen Sache, dass es einfach immens lange braucht. Und hier darf man auch wirklich nicht unterschätzen, dieser Prozess mit der Holzfasslagerung, diese Holzextraktion ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man könnte ja jetzt auch denken, dass wir das zum Beispiel durch Holzspäne oder sowas ersetzen könnten. Ja? Dass wir wie so eine Art großen Teebeutel einfach so eine Holzchips da reinpacken. Das funktioniert aber eben zum Glück nicht. Diesen Prozess kannst du nicht fälschen. Das ist eben wirklich diese Komponente, was du gerade eben gesagt hast. Dieser ganze Prozess, der bei der Reifung im Fass stattfindet und gerade auch der Sauerstoffaustausch etc. So ein Fass ist zwar wasserdicht, ja, hier tropft nichts raus, aber es ist eben atmungsaktiv. Also das Holz lebt und dieses Leben gibt es eben an das Destillat weiter und das erschafft dann das Wunder. Das ist ein Prozess, den kannst du nicht fälschen, nicht abkürzen oder sonstiges und somit entstehen erst wirklich die guten Qualitäten. Genau. Und ich glaube, man kann es auch immer schmecken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, da einfach Holzchips zu nehmen, aber erstens ist es verboten und zweitens tatsächlich, also man schmeckt es, selbst ein Laie schmeckt es. Richtig. Das heißt, du musst dir wirklich vorstellen, mit diesen Holzchips, das gibt eine, ich sag mal, recht aggressive und nicht gut eingebundene Holznote. Und genau wie du gesagt hast, das ist sehr leicht rauszuschmecken und deswegen, das ist das, was ich sage, das ist eben das, diesen Geschmack, ja, kannst du einfach nicht fälschen. Zum Glück nicht. Ja, nee, wäre echt schade. Gott sei Dank nicht. Genau. Genau, nee, das sind eben die Fässer und einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte beim Whisky. Es gibt verschiedenste Fass, verschiedenste Holzarten, verschiedenste Fassarten, sprich unbelegte, ganz neue Fässer in bestimmten Röstgraden getoastet von einem Küfer. Es gibt natürlich die ganzen vorbelegten Fässer, Weinfässer, Sherryfässer sind sehr beliebt, aber auch andere Destillate, die da vielleicht vorher drin gelegt haben. Das heißt, im Einmeischen, Fermentieren, Destillieren, da hat man einmal eine Rezeptur und die fährt man immer durch. Aber hier wird es dann auf einmal extremst kreativ und man ist hier auch eigentlich wie beim Wein, bei der Reifung ist das ein Naturprodukt. Ne? Also man weiß nie, jedes Fass ist immer anders. Die einen reifen besser, die anderen weniger gut. Man weiß auch gar nicht warum. Dann spielt das Mikroklima eine Rolle. Das heißt, hier passiert eigentlich dann nachher unglaublich viel, auch
wenn man dann nachher blendet, also verschiedene Fässer miteinander vermählt, um ein bestimmtes Produkt zu bekommen, das ist dann eigentlich so die extrem kreative Art, ne? die man als Whisky-Produzent dann vor sich hat. Der Prozess des Blendings, dass du eine konstante Qualität eben erzielst, wie ist das da bei euch? Ist natürlich auch, also wir arbeiten in Batches, das heißt, es gibt immer leichte Unterschiede, aber wir haben natürlich schon so ein Stück weit unsere Fassrezeptur, also ich sag mal Fassmanagement. Ne? Fassmanagement heißt, Produkt 1 besteht aus drei Fasssorten oder drei Fassarten und klar, da ist mal ein Fass mehr davon und ein Fass mehr davon drin, aber im Grunde bleibt es gleich. Ne? Okay. Aber ich finde dieses Thema Blenden, Blended Whisky ja. und so, das ist ja also immer so eine Sache, die... Kannst du schnell falsch verstanden. Ja. Genau. Zum Schluss auch nochmal zusammengefasst, der schöne Tropfen, der jetzt hier drin ist, bevor er bei dir in der Flasche auf dem Tisch steht, hat dann jede Destillerie natürlich seinen eigenen Prozess, wie sie ihre unterschiedlichen Fässer vermehlen, um ihren Stil auch wirklich in die Flasche zu bringen, wie es ihnen eben gefällt. Und hier wird jetzt auch eben die Trinkstärke eingestellt. Also bei wie viel Alkohol, bei was für einem Alkoholgehalt füllt ihr euren Whisky in die Fässer? Wir reifen all unseren Whisky bei ca. 60%, nicht drüber. Dann kommt das Destillat mit 60% Alkohol hier rein. 60%, ich persönlich mag es sehr gerne, das ist dann die sogenannte Fassstärke. Ja. Dass der Alkoholgehalt ändert sich auch ganz leicht im Laufe der Zeit. Wir haben den sogenannten Angel Chair, ja, der dann in die Luft einfach in die Luft geht. Und jetzt hat dann jede Destillerie ihren eigenen Stil, wie der Whisky dann auch wirklich abgefüllt wird in der Flasche. Und auch jede Abfüllung kann dann ja auch abweichen. Genau, vollkommen richtig. Das heißt, es gibt die sogenannten Einzelfassabfüllungen. Das ist dann wirklich ein ganz besonderes Fass, was jetzt dann zum Beispiel Basti sagt, das wollen wir als Einzelfassabfüllung rausbringen. Das ist dann auch limitiert auf das, was aus dem Fass rauskommt. Und das wird dann auch gerne bei dem natürlichen Alkoholgehalt belassen, der jetzt aus dem Fass kommt. Grundsätzlich ist es aber so, dass eine Spirituose auf die sogenannte Trinkstärke eben runter reduziert wird, also mit Wasser verdünnt, wenn du so willst, damit wir eine, so sagen wir im Durchschnitt 40%, 40% müssen wir ja auch mindestens haben. Das ist Mindestgehalt, genau. Ich habe immer so das Gefühl, so gerade Single Malts sind immer so ab 43 bis 48, Pi mal Daumen, so, das ist, glaube ich, so. Und jede Destillerie hat da seinen ganz eigenen Alkoholgehalt, unter welchem sie gerne ihre Whiskys dann eben abfüllen. Auf den wird das runter reduziert und kommt dann eben in die Flasche, die dann so bei dir auf dem Tisch steht, können wir sagen. Wie ist es bei euch? Habt ihr so euren, was ist euer idealer Alkoholgehalt? Nee, haben wir auch. Also wir haben verschiedene Produkte, haben verschiedene Alkoholgrade, je nachdem, was wir damit erreichen wollen. Also ein Produkt für die Bar, unser Straight Rye Whisky, der hat halt eben 45 Volumenprozent, damit ein bisschen kraftvoller auch in Cocktails rüberkommt. Unser Rye Malt, der wird eher bei 43 Volumenprozent landen, um eine gewisse Weichheit und Süße zu erreichen. Genau, Einzelfassabfüllung haben wir natürlich auch. Die kommt wirklich drauf an, was man erreichen möchte und wen man erreichen möchte. Da ist eben auch wirklich sehr interessant zu wissen, also Alkohol ist ja ein Geschmacksträger. Das heißt, umso mehr Alkohol wir haben, umso gehaltvoller und kräftiger wird die Spirituose. Es kommt aber eben hier auch drauf an, was wir denn erreichen wollen. Das heißt, wollen wir etwas schön Weiches, Geschmeidiges, dann gehen wir lieber auf 40-43%. Wenn wir natürlich was extrem Kräftiges und Gehaltvolles haben wollen, dann gerne sogar 50 oder sogar noch mehr. Also dann kommen wir auch gerne mal in die Nahe der 60% oder in die Nähe der 60%. Das ist, wie gesagt, eine komplette Geschmackssache und auch natürlich extrem stimmungsabhängig. Und wenn ich dieses ganze Thema, ob Whisky oder auch generell fast gelagerte Spirituosen, ja, wenn dich das noch mehr interessiert, dann möchte ich dich doch, dann gesell dich auch unbedingt bei uns in der Wagemut Taste Academy dazu. Das ist unsere Gruppe auf Facebook, wo wir eben mit ein paar anderen, ich sag mal, Gleichgesinnten uns immer schön über solche Themen austauschen. Basti selber ist auch mit dabei. Das heißt, wenn du noch weitere Fragen hast, gerade was die Fasslagerung angeht, gerade was das ganze Thema auch deutschen Whisky angeht, Roggenwhisky, vor allen Dingen, wo die ja eben die Jungs drauf spezialisiert sind, dann schreib gerne deine Kommentare entweder hier unter das Video oder eben teil deine Fragen mit uns in der Gruppe, wo wir dann gerne natürlich zur Seite stehen und dir weiterhelfen. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dir einen schönen Einblick in die Welt, in die faszinierende Welt der Schnapsproduktion, der Whiskyproduktion und vor allem der Fasslagerung geben und dir noch einen geschmeidigen Tag. Danke. Ciao.